Terminator Dark Fate Defiance ist für mich eine der bislang angenehmsten Überraschungen des Jahres 2024. Zugegeben, das ist noch relativ jung, aber als vor ein paar Jahren dieses neue Echtzeitstrategiespiel angekündigt wurde, hätte ich nie und nimmer damit gerechnet, dass ich mal so viel Spaß damit haben würde. In ein paar Tagen kommt die Vollversion raus, am 21. Februar. Ich habe die ersten 5 Missionen von 15 Kampagnenmissionen in einer Preview-Version gespielt und war total überrascht, wie viel taktische Tiefe da drin steckt, wie viel Story da drin steckt. Denn immerhin spielt das ja im Dark Fate-Universum, also in dem Erzähluniversum des 2019er Kinofilms. Und in dem gibt es ja nicht mal Skynet. Die böse Super-KI heißt da nämlich Legion. Für das Spiel hier ist das aber ziemlich egal, denn wir kämpfen halt gegen etwas anders aussehende Varianten von Robotern. Trotzdem sind die interessant designt und stellen uns vor allem vor immer wieder neue Herausforderungen. Basisbau gibt's bei Defiance nicht. Stattdessen nehmen wir unsere Truppen von Mission zu Mission mit. Deshalb sind sie auch so wertvoll, denn sie lernen neue Fähigkeiten dazu. Wir können ihnen Upgrades verpassen, dass sie entweder schneller unterwegs sind, schneller feuern, mehr Munition mittragen, andere Fahrzeugklassen steuern können, EMP-Minen legen können und so weiter. Die Einheiten werden also immer wertvoller. Zwischen den Missionen können wir sie auch mit neuen Waffen ausstatten. Dasselbe gilt für die Fahrzeuge. Die fangen zwar mit konventionellen Waffen an, können später aber auch Plasmawaffen nutzen. Sie kriegen auch neue Panzerungen, wir können sie schneller machen und später kommen auch noch Luftangriffe dazu. They're all over us. We get hit. Ja, okay, muss natürlich auch richtig gezielt und getimed sein, nicht wie hier. In den Missionen gibt es dann Hauptaufgaben, es kommen aber auch immer wieder neue Nebenaufgaben dazu. Wir müssen nicht alle davon erfüllen, manche schließen sich auch gegenseitig aus, das hängt ein bisschen von den Story-Situationen ab, aber wenn wir sie erfüllen, winken oft zusätzliche Belohnungen und die können wir natürlich gebrauchen, denn die Ressourcen sind sehr begrenzt. Diese Haupt- und Nebenmissionen werden immer von vertonten Dialogen begleitet. Auch zwischen den Missionen gibt es Dialoge. Und es gibt noch Dialoge, wenn wir NPCs in der Spielwelt treffen. Da können wir auch manchmal tatsächlich Entscheidungen treffen oder zumindest den nächsten Dialogpfad wählen. Allein das hat mich schon ein bisschen gewundert, denn das ist man aus Echtzeitstrategiespielen jetzt nicht unbedingt gewohnt. Also es kommt ein gewisser Rollenspielaspekt dazu, der der ganzen Welt ein bisschen mehr Tiefe verleiht, weil man tatsächlich die Figuren kennenlernt. Und manchmal laufen die Missionen auch tatsächlich unterschiedlich ab, je nachdem, wie wir uns in den Dialogen entscheiden. Sowohl bei der Optik als auch bei den Dialogen habe ich mich sofort an das deutsche Endzeit-Rollenspiel The Fall Last Days of Gaia erinnert gefühlt. Hand hoch an alle, die das noch kennen. Ich tippe mal, es sind recht wenige. Aber egal, zurück zum Spiel. Wie gesagt, es gibt erstaunlich viel Story. Die ist auf Englisch vertont, es gibt deutsche Übersetzungen, keine deutsche Sprachausgabe. Auch sonst gibt es kaum Zwischensequenzen oder sowas, aber zumindest mal ein paar in-game geskriptete Szenen, wo die Kamera dann hinfährt und bestimmte Ereignisse zeigt. Insgesamt ist das aber natürlich eine sehr überschaubare Produktion. Sie holen da aber eine Menge Atmosphäre raus. Und das war's. How I joined what became the Founders. That was 10 years ago now. Our enemy, Legion, just kept on getting smarter in the meantime, developing new weapons, new tactics, new ways to try and wipe us out. We had to keep changing too, just to keep up. Bei der Grafik sehen vor allem die Einheiten und teilweise auch die Zerstörungseffekte gut aus. Die Landschaften sind vielleicht ein bisschen detailarm und auch manche Schattendarstellung könnte meiner Meinung nach etwas höhere Auflösungen vertragen, denn das bringt so eine gewisse Unruhe ins Bild rein. Nichtsdestotrotz ist in den Kämpfen manchmal ganz schön was los. Hold your position and engage the enemy. I'm not wasting my men's lives against tanks, sir. Hold position, Church. That's an order. Mich erinnert Terminator Dark Fate Defiance auch oft an Echtzeitstrategiespiele wie Man of War oder Call to Arms, denn es gibt hier zum Beispiel für die Infanterie keine klassischen Lebenspunkte, es gibt für die Fahrzeuge auch keine Lebenspunkte, sondern Trefferzonen, einzelne Geräte, also der Motor, die Bewaffnung, das Nachladesystem können bei Fahrzeugen beschädigt werden, dann kann man die Crew aussteigen und diese Sachen reparieren lassen.
Außerdem muss man auf die Benzinvorräte achten und auf die Munitionsvorräte. Also die Einheiten können nicht einfach unendlich lange feuern. Und das bringt tatsächlich viel taktische Spannung rein. Ein Panzer ist zwar sehr mächtig, aber wenn er nicht regelmäßig Munitionsnachschub bekommt, ist er irgendwann auch nur noch ein Kugelmagnet. Wobei, fairerweise muss man sagen, die wirklich schwer gepanzerten Einheiten können auch nur mit entsprechend panzerbrechenden Waffen bekämpft werden. Also ich kann nicht einfach einen Infanterietrupp nehmen und auf ein schwer gepanzertes Terminator-Fahrzeug schicken. Auch das macht die Kämpfe spannend, die einzelnen Einheiten besonders wichtig. Es bringt aber auch relativ viel Mikromanagement rein. Aber das ist ein Themenbereich, den schiebe ich mal jetzt ein bisschen weiter nach hinten, denn der ist ziemlich komplex und da gibt es verschiedene Bereiche, die ich gerne abdecken möchte. Nochmal zurück zu den Missionen. Die sind, zumindest nach den ersten 5 Missionen der Kampagne zu urteilen, sehr abwechslungsreich, was die Aufgabenstellung angeht und auch durchaus die Umgebungen. Die sind zwar alle ein bisschen kaputt und ausgeblichen, aber das ist halt auch ein düsteres Zukunftsszenario. Was beim ersten Mal Spielen einer Mission aber fast immer ein Problem ist, ist das Pacing. Es passieren einfach zu schnell zu viele Sachen. Ständig kommen neue Herausforderungen dazu und man hat trotz Pausefunktion einfach allein von den Laufwegen her oft keine Chance, das beim ersten Mal so zu schaffen, dass man tatsächlich mit möglichst wenigen Verlusten aus der Mission rausgeht. Denn das ist ein Spiel, wo jede verlorene Einheit, besonders wenn sie dann sehr, sehr mächtig geworden ist, richtig wehtut und da will man eine Mission natürlich perfekt schaffen. Das kriegt man aber beim ersten Mal fast so gut wie nie hin, einfach weil auch so viel schief gehen kann. Die letzte Rakete, die am Spider-Tank vorbeifliegt und unseren Raketentrupp dann plötzlich fast wehrlos zurücklässt. Ein glücklicher gegnerischer Treffer an unserem Panzer, der das ganze Gerät zerstört. Und schon ist die Mission gelaufen, also nochmal neu laden. Man kann aber freispeichern und laden. Aber auch sonst gibt es einfach so viel, auf das man achten muss. Die Einheiten haben ja unterschiedliche Waffen dabei, die natürlich unterschiedliche Reichweiten haben. Man muss den Munitionsnachschub im Auge behalten. Man kann mit Trucks Versorgungsanhänger durch die Gegend fahren. Man kann auch mit Jeeps schwerere Geschütze hinter sich herziehen oder auch Artilleriekanonen. Aber auch das muss alles erstmal gemacht werden. Also Gott sei Dank gibt es die Pausefunktion. Diese ganzen taktischen Möglichkeiten, aber auch Verantwortungen kommen übrigens nicht von irgendwo, denn das Spiel wurde ursprünglich vom russischen Entwicklerstudio Cats Who Play entwickelt. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 hat dann wiederum der britische Publisher Slytherin die Entwicklung selbst übernommen und fortgeführt. Aber die grundsätzliche Spielstruktur geht immer noch auf das Konzept zurück, das Cats Who Play entwickelt hatten. Und die wiederum hatten vorher Syrian Warfare gemacht. Und das ist ein Echtzeitstrategiespiel, das mit einem hohen Grad an Realismus wirbt. Und wenn man die beiden Spiele mal so nebeneinander legt, dann sieht man auch die Ähnlichkeiten. Zum Beispiel auch was Kampfdistanzen angeht. In Terminator wird auch durchaus mal über mehrere Bildschirme hinweg gekämpft, was in klassischen, gerade basisbaukonzentrierten Echtzeitstrategiespielen von Command & Conquer bis StarCraft ja eher die Ausnahme ist. Aber wenn man sich dann Syrian Warfare anschaut, dann weiß man, woher dieser etwas realistischere taktischer Ansatz mit relativ wenigen Einheiten, aber teils auch sehr spezialisierten Einheiten herkommt. Aus Syrian Warfare kommt aber auch das etwas übertriebene Mikromanagement, das nicht bis in jedes Detail so tief gehen müsste, wie es das aktuell in Terminator Dark Fate Defiance geht. Es ist zwar grundsätzlich cool, dass man Einheiten Gebäude stürmen lassen kann, Spezialmanöver starten kann, die unterschiedlichen Waffentypen nutzen kann, die Einheiten zwischen den Missionen anders ausrüstet und auflevelt und so viel ins Detail gehen kann. Manchmal übertreibt das Spiel aber. Zum Beispiel ein Versorgungstruck braucht nicht nur eine Crew, die den Truck an sich fährt, sondern braucht auch nochmal einen zweiten Trupp, der hinten im Anhänger drin sitzt, nur damit der die Klappen aufmachen kann und dann zum Versorgungsanhänger werden kann. Das ist einfach ein bisschen over the top. Wenn später ein Geschütz auf diesem Versorgungstruck drauf ist, ja, von mir aus, dann passt es schon, dass ich da einen Trupp reinschicken muss, dass man halt das Geschütz nutzen kann. Aber an ein paar Stellen übertreibt das Spiel einfach. Und dann kommt dazu, dass es in Sachen Informationsvermittlung an einigen Stellen nicht komplett zu Ende gedacht ist. Es fehlen einfach auf dem Schlachtfeld trotz Pausefunktionen wichtige
Infos. Wenn ich zum Beispiel eine Einheit losschicke, kann ich danach, wenn ich die Pause aktiviert habe oder auch wenn das Spiel in Echtzeit läuft, nicht mehr sehen, wo habe ich ihr denn eigentlich den Bewegungsbefehl hingesetzt. Also wohin ist die eigentlich unterwegs? Ich kann auch nicht erkennen, welche Upgrades hat die Einheit eigentlich bekommen. Ich kann zwar jeder Einheit einen eigenen Namen geben, aber selbst der wird mir nicht beim Mouseover oben rechts angezeigt, wenn ich über die einzelnen Einheiten-Icons gehe. Da müsste ich aber eigentlich den Namen erfahren und im Idealfall auch ein bisschen was zum Status und vielleicht auch zu den Upgrades. Irgendwo müsste ich jedenfalls während der Mission auch die Upgrades der einzelnen Trupps sehen können. Denn ich kann zwar sehen, ob zum Beispiel eine Einheit mehr Raketen mittragen kann, aber ich kann nicht sehen, ob das jetzt der Trupp ist, dem ich vorher 20% schnelleres Laufen verpasst habe oder die per Update besser getarnt sind. Ich brauche aber diese Information, damit ich die Lage auf dem Schlachtfeld vernünftig einschätzen kann. Klar, ich kann mir die Namen jeder Einheit merken, aber das wird irgendwann auch ganz schön viel. Zumal es gibt ja eine Tutorial-Sektion, die ist auch sehr nützlich, und auch eine Enzyklopädie, die ich jederzeit während der Mission aufrufen kann und mir nochmal die allgemeinen Informationen zu Einheiten holen kann, aber halt nicht die veränderten Infos zu meinen speziellen Einheiten. Hinzu kommt, dass manchmal nicht nachvollziehbar ist, warum bestimmte Einheiten bestimmte Befehle nicht so ausführen, wie ich es erwarten würde. Also zum Beispiel, warum sie bestimmte Gegner nicht aus der Position angreifen, wo sie gerade sind, sondern sich vielleicht erstmal in eine viel gefährlichere Position bringen, weil die Sichtlinie wahrscheinlich nicht stimmt. Das erfahre ich aber nicht, weder als Audiokommentar noch in irgendeiner Weise grafisch dargestellt. Also das Spiel könnte unbedingt eine grafische Darstellung für Sichtlinien bzw. für Feuerlinien brauchen, weil der Sichtradius wird zwar dargestellt, aber ich kann nicht erkennen, ob meine Einheit von der Position, wo ich gerade bin, tatsächlich den Feind treffen könnte oder nicht. Also ob sie sich gleich, wenn ich ihr einen Befehl gebe, in Bewegung setzt und vielleicht angreifbar macht. Das weiß ich einfach nicht. Und das muss ich aber wissen, weil die Einheiten einfach viel zu wertvoll sind, als dass ich da das große Risiko mit ihnen eingehen könnte. Das sind alles so kleine Stellschrauben, an denen die Entwickler hoffentlich nach dem Release mit Patches noch arbeiten werden oder vielleicht auch schon in der finalen Version das ein oder andere verbessert haben. Aber ich fürchte, dass es da eher das Feedback anderer Spieler brauchen wird, denn das sind so typische den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen Probleme. Die Entwickler haben sich wahrscheinlich inzwischen so sehr an ihr Spiel gewöhnt und auch sich damit arrangiert, dass sie bestimmte Schwächen einfach nicht mehr sehen. Und die Informationsvermittlung ist eine große Schwäche von Terminator Dark Fate Defiance und kann oft für Frust sorgen, auch weil sie relativ einfach zu beheben wäre mit mehr Infos an den passenden Stellen. Also ihr merkt schon, auch bei Terminator Dark Fate Defiance ist nicht alles Chrom, was glänzt. Aber grundsätzlich scheint das hier ein wirklich sehr solides Echtzeitstrategiespiel zu werden mit überraschend viel Tiefgang, mit einer interessanten Singleplayer-Kampagne, die sich über 15 Missionen erstreckt, mit einem tiefen Einheitensystem und Upgrade-System dahinter, mit sehr unterschiedlich funktionierenden Waffen. Man kann zum Beispiel ja auch gegnerische Einheiten per EMP ausschalten und sie dann zu atomaren Fallen umbauen. Also da stecken viele Optionen drin. Es gibt auch einen Multiplayer, den konnte ich noch nicht ausprobieren, würde mich auch nicht interessieren, weil ich keine Multiplayer-Spiele, zumindest nicht in Sachen Strategie, mag. Aber als Kampagnen-Fan und vor allem auch als Terminator-Fan war das hier eine absolut positive Überraschung, die ich einfach nicht habe kommen sehen, trotz einiger kleiner Mängel. Mal schauen, wie die anderen 10 Missionen dann so ausfallen und wie oft man die neu starten will und muss, um mal alle Varianten auch zu sehen, um auch unterschiedliche Einheitentypen auszuprobieren, wo eigentlich ihre Stärken liegen, wie ich sie upgraden kann und wie ich vor allem nach und nach besser werden kann. Rangers, take cover. Target spotted. Spotted.